Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu euch zu einer weiteren Folge von Mal und Tobias Bugs of Hope mit dem Rayman in der Phantom Show DLC. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, und herzlich willkommen zurück zum Mal und Tobias Rayman DLC. Oder Rayman in der Phantom Show. Ja, beim letzten Mal haben wir hier die ein oder andere Aufgabe erledigt, zum Beispiel den Quizmaster oder hier für den Disco-Typen. Und ich glaube, in dem Bereich haben wir alles. Ich muss mal eben kurz auf die Karte gucken. Das Set haben wir schon bestiegen. Da waren wir auch. Ja, ich glaube, mit dem Set hier sind wir fertig. Was ist hier rechts von mir? Was ist das für ein Set? Wo sind wir denn hier? Es ist auf jeden Fall kein richtiges Set, wie es scheint. Da will was hingeworfen werden. Ich habe gehört, hier kriegen wir einen Spark. Machen wir das mit dem Spark am besten direkt zuerst. Regisseur heißt er. Scheiße. Hier funktioniert aber auch gar nichts. Ich kann doch keinen Film im Dunkeln drehen. Wird hier eine Aufzeichnung für die Galaktische Wrestling Allianz gemacht? Was für ein Hund? Stahlkäfig? Eliminierungskammer? Feuerreifen? Rabbit Mario, hol ein paar Leitern und Klappstühle. Moment, diesen Ring kenne ich doch. Das muss Spuchschnaff Junge 3 sein. Die ersten beiden Teile waren saukomisch. Hey, wenn du ein Fan bist, kannst du uns ja vielleicht helfen, rechtzeitig fertig zu werden. Im Ring ist es so dunkel, aber ich weiß nicht, wie die Lichter angehen. Ich muss da oben den Knopf drücken. Bitte helft mir, die Beleuchtung einzuschalten. Wir liegen schon weit hinter dem Zeitplan. Okay, hier will auch noch irgendwas rein. Komme ich hier irgendwo hoch? Ist hier ein Sprungfeld irgendwo? Ich brauche auch noch ein Ei zum Werfen. Und ich sehe, das ist da drin. Warum auch immer. Oh, doch, von irgendwoher ein Sprungfeld. Ich glaube, das ist ein einziger Parcours hier. Wir müssen erstmal den Anfang finden. Ich habe das Gefühl, das war so richtig. Ich sehe Borstella, wenn ich das richtig sehe. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Nee, ich brauche das rechts, das Ding. Damit ich da hochkomme. So, jetzt sind die gedreht. Ich komme aber nie hoch genug. Vielleicht muss ich ja erst auf der anderen Seite das hoch machen. Weil da kann ich ja dann eine Leiter runterschmeißen. Das ist eindeutig Borstella. Aber hier führt kein Weg lang. Und es geht weiter. Unsere nächste Anruferin sagt, dass sie bei der Arbeit von ihrem Chef ihr Schicksal bloßgestellt wird. Hallo, bist du in der Leitung? Meine Damen und Herren, es sieht so aus, als gäbe es bei Madame Borstellas Dimensionsaufton ein paar Überraschungsgäste. Eine Runde allein durch werbefreie Kämpfe steigen die Zuschauerzahlen leider nicht. Also seid ihr dabei oder nicht? Äh. Erklärt
Dann darf ich mich mal wieder an einer Herausforderung versuchen. Die darf ja nie fehlen, ne? Leute, ich habe diese Schlacht jetzt dreimal versucht. Ich glaube, wir sind dafür einfach zu schwach. Ich komme nicht mal ansatzweise da durch. Dann muss ich eigentlich nur so 13 Typen über den Haufen schlagen. Das Problem ist, die sind zu stark für mich. Also ich muss definitiv vorher noch ein paar Level machen. Das heißt, wir kommen hier später nochmal hin zurück. So, schaffe ich das? So, von hier aus darüber. Nee, das klappt nicht. Ich glaube, man müsste das hier drehen, dass hier das Kleine ist. Ist denn hier ein Auge zum Werfen? Ein Ei. Hier sind auf jeden Fall Münzen versteckt. Das ist nicht gerade wenige. Probier es mal anders. Vielleicht kann ich von dort oben ja bis zu der Leiter fliegen. Oder wenn ich von hier aus darüber lenke, vielleicht klappt das ja. Nee. Ach, da ist eine Plattform. Die habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Sind da noch mehr Plattformen? Nee. Okay, dann drehen wir erstmal das da. So, einnehmen. Auf damit. So, ich habe die Teile gedreht. Komme ich da jetzt hin? Gerade so. Boah, als ob der Stahlträger gerade im Weg war. Boah, auch gerade so. Boah, sind die Sprünge hier knapp. Kann ich hier gerade noch nicht mal hin. Okay, dann drehe ich die beiden Dinger mal in die andere Richtung, weil den Weg habe ich ja jetzt. Okay, zuerst will ich mal versuchen, ob ich hier rüber geflogen komme. So, hier sehe ich auch eine Schlacht. Ach, guck mal, hier ist der Zugtyp. Und ich offen. Zugunglück. Wieder Finsterzeitaugen. Innerhalb von 3 Runden muss ich hier 15 Zeitaugen vernichten. Und hier sind überall die Schleimer. Plus auch noch 2 Scharfschützen, die Bravados. Bravados sind aggressive, sehr agile Gegner, die Windschussangriffe ausführen können und die besondere Fähigkeit haben, Gegenangriffe auf die Helden zu starten. Ja, sicher. Sie können Gegenschläge. Und ihre Angriffe sind auf Wind getrimmt. Sonst noch irgendwas? Innerhalb von 3 Runden soll ich das hier schaffen? Ich muss gucken. Ich muss die Schleime auf jeden Fall fokussen. Okay, Leute, ich habe meine Sparks angepasst. Ich habe einen leichten Plan, wie ich das schon machen will. Ich werde hier den Selfie-Typen hinsetzen. Und dann werde ich mir hier rüber fliegen. Ich glaube, ansonsten schaffe ich die Strecke allein schon hier rüber nicht. Und im Bestfall versuche ich dann von hier aus einen Torpedoritt zu machen und dann alle Augen zu erwischen. Das wäre mein Plan jetzt. Ich hoffe, die schaffen alle die Strecke darüber.
Boah, gerade so. Auch eine Möglichkeit, die mir gerade in den Sinn kommt. Ich habe noch einmal Cooldown zurücksetzen. Ich würde jetzt einen Torpedo-Ritt machen. Und dann einfach in der nächsten Runde resetten. Ich versuche jetzt so viele Augen wie möglich zu treffen. Okay, wir müssen nur ein Auge erwischen. Nur eins. Es könnte ein bisschen einfacher werden. Wir sollten uns echt nicht mit den Gegnern aufhalten. Okay, diese Scharfschützen machen nicht viel Schaden, die Bravados. Das ist gut zu wissen. Aber der Windschuss ist auf jeden Fall nervig. Ich würde dann jetzt meinen Plan umsetzen und einfach instant einen Cooldown unten zurücksetzen, einsetzen und dann nochmal einen Torpedo-Ritt starten. Außer ich schaffe es eventuell mit den Teamsprüngen dahin. Es könnte auch sein, dass ich mit Rabbit Peach dorthin komme. Das Gute ist, die haben nicht diese nervige Sicht. Ah, ich treffe damit das Auge schon. Okay, Mission geschafft. Es ist ein bisschen stressig, wenn ich das innerhalb kürzester Zeit schaffen muss. Ist mega stressig. Aber wenigstens haben alle ein Level up. Ich denke mal, bei jedem Filmset muss ich sowas schaffen. Mit Zeit. Okay. Wie beliebt ist er jetzt? Unsere Zahlen sind nicht mehr im Keller. Oder zumindest auf der Kellertreppe auf dem Weg ins Erdgeschoss, aber immerhin. Das hätten wir geschafft. Ja, Fertigkeitenprisma erhalten. Ich glaube, ich mache mal bei allen, dass die ein bisschen länger gleiten können. Jetzt generell. Ich hätte das bei der einen Aufgabe mal ein bisschen anders geschaltet. Jetzt mache ich das mal generell. Und ich mache mal, dass hier Mario ein bisschen mehr zuschlägt. Ich glaube, beim Laden kaufe ich mir jetzt auch mal generell ein bisschen mehr Heilung und auch das Cooldown zurücksetzen, falls ich wieder Augen kaputt machen muss. Hängt ja eigentlich zufällig irgendwo so ein Ding in der Luft, das ich greifen müsste? Okay, drumherum fliegen. Dann jetzt darüber, da kann ich eine Treppe runterschmeißen. Was ich auch brauche, weil ich das hier erst rausziehen muss. Das hatte ich nicht gesehen. Das ist der Forschertyp, der bei dem Gasieren war. Kunst in Gefahr. Was ist hier meine Aufgabe? 8 Gegner besiegen. Ich habe 4 Runden Zeit dafür. Wir haben einen Weckmann, einen Knecht, so 5 Claudius, nee 6 und noch einen Weckmann. Okay Leute, ich habe diese Schlacht jetzt schon einmal versucht und das hat nicht hingehauen. Also ich habe den Schwierigkeitsgrad jetzt ein bisschen runtergestellt, damit die weniger Leben haben. Weil die Claudius, die halten echt viel aus und wir machen halt kaum Schaden.
Also nicht wundern, die haben jetzt alle ein bisschen weniger Leben. Sparks habe ich schon angepasst und würde sagen, let's go. So, dich kriege ich mal zuallererst runter. So, dann verpasse ich dir eine. Dann schmeiße ich mal die Geschütze nach da vorne. Ja, die müssen sehr nah beieinander stehen, damit ich denen richtig viel reindrücken kann. Machen wir den Torpedoritz hier. Toll. Und weil der mich hier zurückgedrängt hat, hat mich den in die falsche Richtung geworfen. Ganz große Klasse. Zum Glück komme ich dahin. So, Torpedoritt. Ich muss die hauptsächlich runterkicken damit. Weil der Ritt selber, der macht keinen Schaden. Okay, damit habe ich den zumindest etwas Schaden gedrückt. Dann greife ich dich noch an. Ich glaube, Mario muss ich auch unbedingt ein bisschen Bewegungsradius geben. Der kommt kaum voran. Ich will mal als nächstes alle zu mir hin. Hat ja prima funktioniert. Der eine, der hat kaum Schaden, den kicke ich mal von mir weg. Jetzt muss ich hoffen, dass ich die da oben als nächstes alle down bekomme. Ja, beschwör ruhig deine Knilche. Okay, die müssen diese Runde downbücken gehen. Dich mal zuallererst weg. Okay, einer ist down. So. Drei von denen müssen sterben. Machen wir mal zuerst die Elektroapokalypse und hoffen mal aufs Beste. Ja, hätte ein bisschen besser treffen können. Aber hat funktioniert. Ich habe das jetzt wirklich nur geschafft, weil ich den Schwierigkeitsgrad runtergestellt hatte. Weil gerade eben hatte ich es einmal versucht, da war es noch auf den Schwierigkeitsgrad, den ich eingestellt hatte. Und da haben alle drei Apokalypsen plus Schadensteigerung nicht mal ansatzweise gereicht, um alle auszulöschen. Also da hatte ich keine andere Wahl. Ich weiß nicht wieso, aber der Bereich ist echt hardcore. Promis weltallweit schreibt mittelmäßig sehenswert. Keine Beleidigung für das Medium. Großes Lob. Im Übrigen, ich muss auch an der Stelle erwähnen, ne? Mit Borstella zusammen, ne? Das habe ich ja auch nicht hinbekommen, weil es einfach zu schwer momentan ist. Ich sitze schon seit über eine anderthalb Stunde für die eine Folge, also ja. Das Ding gehört da oben rechts rein, ne? Wo das Licht will. Ich kann mit dem Ding ja fliegen. Muss ich aber zum Glück nicht. Aktivieren wir noch den Lichtschalter. Wenn da jetzt auch noch eine Schlacht entsteht, die mache ich heute nicht mehr.
Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo ein Block, den ich nicht sehe, weil da unten rechts wäre ja eigentlich auch noch einer hin. Ich sehe ihn auch. Ich habe ihn gerade gesehen. So, Licht. Da sind wir wieder. Was ist da los? Die Lichter sind an. Warum kämpfen die nicht? Sehen wir mal nach, was da los ist. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, um einen Tornadoleiter-Wettkampf zu drehen. Bitte, nur einen kleinen Schlag, den wirst du kaum spüren. Wo ist mein Stunt-Dobel? Wann ist das Sicherheitsbriefing? Ich habe ja nicht mehr Boxhandschuhe. Ich springe ein. Ich habe zwar das Skript nicht gelesen, aber dafür habe ich meine eigenen Handschuhe dabei. Kann ich mitmachen? Ich habe zwar keine Boxhandschuhe, aber ich bin schnell, agil und meine Beinarbeit ist unschlagbar. Naja. Beinarbeit, denn Jens, wie auch immer, ich bin dabei. Diese beiden Trottel kann ich locker umhauen. Okay, einfach nur gegen den Typen kämpfen. Der ist Level 7. Das ist der Beweis dafür, dass ich eigentlich nicht mal ansatzweise bereit bin für diese Gegend hier. Ich schnapp mir jetzt aber den Block da. So, hab ihn. Also hier komme ich nochmal hin zurück, wenn ich mindestens Level 7 bin. Weil... ich sollte hier offenbar noch nicht sein. Na gut. Trotzdem haben wir ja hier ein bisschen was erreicht. Wir werden hier nochmal zurückkommen. Ich werde in einen der anderen Teile erstmal reingehen. Gucken, dass wir da vorankommen. Wenn es euch gefallen hat heute, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.